Moin moin und herzlich willkommen zurück zu Redguard. Ja, wir stecken hier ein bisschen fest, kommen hier irgendwie nicht wirklich weiter. Aber ich würde hier gerne mal was Neues ausprobieren. Ich habe eine Idee bekommen. Denn wenn wir uns die Tür da hinten ansehen und dann das, was da unten auf dem Boden ist, die Logos, glaube wir müssen... Okay, hier werden wir durchtrennt. Okay, vielleicht dürfen wir die nicht direkt berühren. Also einfach nur drauflegen. So, ich will es mal ausprobieren, ja? Okay, nochmal einen Schritt vor. Nein! Klappt schon super. Ich weiß jetzt nicht, wie wir das noch machen sollen. Was passiert, wenn wir jetzt einen Schritt und dann hier? Okay, passiert nichts. Kann ich noch ein bisschen drehen und dann so? I can't use this by itself. Ich will das nicht nutzen. Kann ich... Wenn ich jetzt so ein bisschen drehe... und dann noch mal ein bisschen zurückgehe und dann noch ein bisschen... Muss ich noch ein bisschen so drehen? Ne, hier werde ich auch durchtrennt. Ich verstehe jetzt nicht, was ich machen soll. Muss ich den wieder runternehmen? So. Und dann nochmal so. Passiert nichts. Okay. Ja. Da muss ich dann vielleicht was anderes ausprobieren. Irgendwie müssen wir ja da durch. Hier werden wir durchtrennt sofort. Aber warum? Wir müssen da doch irgendwie rüber, oder? Und der springt jetzt nicht. Warum? Was, wenn ich den hier jetzt wegnehme? Ah, warte da. Okay. Aber irgendwie muss das doch funktionieren. Irgendwie müssen wir hier doch durchkommen. Wir haben hier jetzt wieder ein Gewicht. Speicher lieber mal hier. Dann brauchen wir nicht immer wieder das Gewicht neu zu nehmen. Hier auf Cyrus 2 wieder. So. Ah, ich kann direkt alle mitnehmen, oder wie? Von den Gewichten. Habe ich jetzt zweimal das Gewicht. Machen wir mal so. Hier werden wir durchtrennt. Hier werden wir auch direkt durchtrennt. Hä? Warum hat er jetzt so... Okay. Ja, okay, dann nimm den mit. Okay.
Ah, okay. So funktioniert das. Wo ist denn der letzte hin? Ah, hier. Okay. Packen wir den jetzt hier hin. Nehmen erstmal den hier vielleicht mal mit. Das sind ja unterschiedliche Gewichte. Wieso geht der jetzt runter? So, den droppen wir hier auch nochmal. Nehmen vielleicht den hier mit. Erstmal. Packen den dann hier hin. Okay, das klappt. Dann will ich jetzt mal versuchen, können wir die Dinger jetzt wieder? Okay, warte mal. Nehmen wir den erstmal wieder mit. Habe ich jetzt... Ich habe jetzt einen aus Versehen. Okay. Das hatte jetzt aber erstmal geklappt. Ah, ich sehe schon. Wegen dem einen Gewicht, der hier steht. Wir können nur maximal zwei mitnehmen, oder was? Wieso kann ich den jetzt nicht mitnehmen? Kann ich den nicht mitnehmen? Pack ich den hier jetzt mal dahin? Pick up weight. So. Dann müsste ich jetzt hier drauf. Der andere geht ja hoch. Warum? Okay, machen wir mal. Droppen. Den kann ich jetzt hier nicht mehr droppen. Ja. Das müssen schon die passenden Gewichte sein. Den nehmen wir jetzt wieder mit. Nein, nicht aufheben. Oh, Cyrus. So, der muss das aber... Warum muss das immer so... hier schnell gemacht werden? Verstehe ich nicht. So, kann ich den... Wieso kann ich den da nicht mitnehmen? Pick up weight. Jetzt stecke ich hier fest. Ja, Cyrus. Sauber. So, gehen wir jetzt nochmal hier runter. So, das sind drei Gewichte, die wir jetzt haben. So, einmal gespeichert. Gehen wir erstmal hier drauf. Legen das Gewicht hier hin. Gehen hier drauf.
legen hier das Gewicht hin, gehen hier drauf, legen es hier hin. So, den nehmen wir mit und können das hier hinlegen. So, speichern wir hier jetzt auch noch einmal. Hier vielleicht dann auf den Cyrus. Gehen nochmal damit. Ganz nach vorne. So, legen das hier hin. Dann nehmen wir den hier mit. Okay, bis jetzt haben wir es geschafft. Können den hier hinlegen. Nehmen den hier mit. Und legen das hier hin. Und nehmen den da jetzt mit. Legen das hier hin. Jetzt ist offen. Speichern wir. Das speichern wir jetzt hier auf Cyrus 2 wieder. Ich hoffe, wir können jetzt hier durchlaufen, ohne getötet zu werden. Ja, können wir. So, dann brauchen wir wieder die Waffe. Get Key. Für was ist das jetzt der Schlüssel? Wo müssen wir damit hin? Die Dinger lassen wir da, die Gewichte. So, jetzt noch einmal speichern. Jetzt ist wirklich die Frage, wo brauche ich jetzt den Schlüssel? Für das da wahrscheinlich. Das heißt, an den komme ich jetzt erstmal nicht vorbei. Muss die erstmal weglocken. So, wo sind sie? Die sind jetzt gerade hierhin auf dem Weg. Aber Silver Key. Ja, ja. Erstmal weg. Aus dem Weg. So. Ah, jetzt. Okay. So, erstmal wieder Schwert ziehen und wieder einstecken. Boah, ich erschrecke mich wieder wegen den Dingern. Aber gut, wir werden nicht von denen getroffen. Timing ist schon mal super. Okay, wir können hier ganz normal durch. Gibt's hier Heiltränke? Ich sehe da keinen. Hier sehe ich auch keinen. Okay. So. Gibt es hier irgendwo Heiltränke? Hier gibt es auf jeden Fall einen Weg nach unten, der sehr lange nach unten geht. Und was haben wir denn da? Soll ich den trauen? Ich glaube, das ist der Weg nach unten. So, ich speichere hier jetzt mal. So, und weiter. Okay, das ist keine gute Idee.
Sind das irgendwelche Sägen? Muss ich hier irgendwie einen Weg nach unten finden? Fast wäre ich da reingelaufen. Ah, und jetzt bin ich wieder einmal komplett im Kreis, okay. Ich gehe mal von aus, dass ich hier so einen Weg finden muss. Ich glaube hier. Okay. So geht's auch. Ja, einmal komplett im Kreis gehen. Genau. Irgendwie muss es doch hier. Nee, unten bleiben, bitte. So, wir gehen mal auf die Ebene, hier eine runter. Jo, hier kommen wir weiter. Was ist denn das denn für ein Weg? Wo geht das denn hin? Ja, okay. Wir müssen nicht den umständlichen Weg machen. Wir können auch den einfachen Weg nehmen. Ja, gut. Da ist ja wieder ein Weg. So, und gut, dann nehmen wir wieder den. Gibt es auch einen anderen Weg? Nochmal einen anderen? Gucken wir mal. Der war ja jetzt nicht so nice. Hier muss es doch bestimmt irgendwo noch... Hier ist erstmal eine Sackgasse. Ja, aber gegen die Dinger will ich ja auch nicht laufen. So, das ist der Weg wieder nach oben. Hier ist ja auch eine Sackgasse. Okay, wir haben jetzt... Den habe ich nicht mal gesehen. Okay. So, dann gehen wir noch einmal hier entlang. Und versuchen es hier noch einmal. Nein, nicht wieder hochklettern. Ja, okay. Noch ein Versuch. Ja, irgendwann schaffen wir es. Oder warte. Ja, okay, hier können wir nicht durchgucken. Egal, wir versuchen es noch einmal. Speichern vielleicht mal lieber hier. Hier wird mehr Sinn machen, oder? Brauchen wir nicht wieder den 1000 Jahre langen Weg nehmen. Okay. Okay, das funktioniert so nicht. So, nochmal. So. Ah, okay. Unter uns gibt es hier sonst nichts. Und anders kommen wir da nicht runter. Gab es hier nicht noch irgendwo ein offenes Fenster?
Okay, das hier. Können wir hier so entlang laufen? Nee. Wir müssen schon klettern. Können wir daran? Ja, können wir auch. Jetzt kommt's. Wir müssen hier nicht einmal runter. Schauen wir mal, ob es vielleicht noch mehr Wege gibt. So. Dann hier. Das sieht aus wie der Weg von vorhin. Genau, das führt wieder nach oben. Das heißt, wir müssen hier wahrscheinlich nochmal nach oben durch. Oder nach da hinten. Hier ist eine verschlossene Tür. Ich gehe mal von aus, hier müssen wir hin. Nee, hier müssen wir nicht hin. Hier komme ich auch nicht weiter. Hä, hatten wir hier nicht noch irgendwo ein Fenster gehabt? Noch eins, das... Ich sehe hier jetzt nichts. Nein! Dann gehen wir mal die andere Richtung. Achso. Hier ging es ja nicht weiter. Oder es hat was mit der Tür da auf sich. Oder wir klettern einmal so rum. Mal gucken. Vielleicht finden wir hier noch einen Weg. Da unten ist auf jeden Fall ein Weg. Ich glaube, da müssen wir durch. Nee, wir klettern jetzt gleich einmal komplett im Kreis und kommen hier nicht weiter. Ich glaube, hier waren wir. Ich glaube, von hier kamen wir. Nee, aber wir sind hier bei der einen Tür. Es hat vielleicht was mit der Tür auf sich hier. Ich kann damit nichts machen. Sonst haben wir hier nichts. Ah, okay. Wir können hier runter und hier uns hinhaken. Jetzt ist die Frage, wo müssen wir als nächstes hin? Nein! Hier ist die Energie schon ausgegangen. Okay. Nein, runter. Cyrus, runter. Nee, nicht nach dahin, vielleicht die andere Richtung. Okay, das war jetzt aber heftig. Gibt es hier sonst keine andere Möglichkeit, irgendwie... Anscheinend nicht. Dann müssen wir hier vielleicht nach rechts irgendwo. Aber auch nicht zu weit nach rechts. Irgendwo müssen wir doch
einen Weg finden, dass wir weiterkommen. Ohne runterzufallen. Ohne drauf zu gehen. Ich sehe sonst gar nichts. Nach oben kann ich ja auch nicht. Hier geht's nicht weiter. Doch. Okay, aber wohin? Ich habe Angst, hier wieder runterzufallen. So, und nochmal so. Bitte nicht runterfallen, Cyrus. Nicht runterfallen. Nee, wir haben keine andere Wahl. Jetzt sind wir einmal auf der anderen Seite davon. Oder warte mal. Wenn wir jetzt fallen lassen und drauf gehen. Gucken wir uns mal das hier genauer an. Hier haben wir die rote Wand. Hier kommen wir nicht dran vorbei. So, ist jetzt die Frage, wo kommen wir hier dran vorbei? Das ist jetzt die Seite. Das ist jetzt die andere Seite hiervon. Und von da können wir mit Sicherheit sehen, wie die Wand aussieht. Das Ding. Auf der einen Seite rot, auf der anderen Seite gelb. Nee, funktioniert hier alles nichts. Ja, dann würde ich sagen, wir finden dieses Geheimnis in der nächsten Folge raus. Dann vielen Dank, dass ihr wieder mit dabei wart. Ich bin's, euer Max Deus und ciao.